Willkommen zu einer weiteren Runde von Destiny 2. Wuhu! Neue Quest beginnt, I.O. Stimmt, ja, wir landen jetzt auf diesem neuen Planeten. Du brauchst ja da ein ganz bestimmtes Power. Nee, du musstest das Level 11 erreichen. Genau. Ja, ich lasse die Videosequenz dann an. Okay, gut. Danke. Der ganze Ort vibriert vor Energie, die vom unvollendeten Werk des Reisenden ausgeht. Kein Wunder, dass das für Hüter ein heiliger Ort ist. Jetzt, wo Kate wieder da ist, müssen wir nur noch Ikora finden, damit die Vorhut wieder vollständig ist. Und wir uns um die Allmacht kümmern können. Na, kommen wir jetzt in den nächsten Ladescreen? Ja, warum nicht? Nee, nee, wir kriegen Videos. Also ja, Ladescreen. Ja. Nach all den Orten, die ich seit meiner Wiedergeburt gesehen habe, kehre ich hierher zurück. Der letzte Ort, der vom Reisenden berührt wurde. Ich brauche Antworten. Ich stehe hier mit nichts. Ikora, Zavala formiert eine Rebellion und denkt... Was nützt uns eine Rebellion, wenn nur ihr überleben würdet? Ich glaube, diese Gaul-Bestie weiß, dass der Reisende hier war. Ich glaube, er sandte seine Legion, um etwas zu finden, was sie nie verstehen werden. Und ich glaube, sie werden alles zerstören, was uns heilig ist. Es liegt bei dir, Hüter. Vergeude nicht diese zweite Chance. Lassen? Naja, alles gut. Der Reisende. Wollen gehen die anderen nicht einfach zu dem Bruchstück von dem Reisenden? Die werden unsterblich. Weil sie nicht ausgesucht werden vom Reisenden. Okay. Ach, stimmt ja, das, ja. Seit ich hier bin, sind andauernd Schiffe der und wir gehören, also praktisch unser Charakter ist so der Einzige, der eigentlich gerade noch so einen Zugang zu den Reisenden hat. Da oben. Was ist das, Ikora? Energie. Die Energie des Reisenden. Was haben sie getan? Dann müssen wir hin, war. Das ist meine Schuld. Ich hätte das verhindern können. Ikora, du konntest nichts tun. Nicht ohne dein Licht. Ich bin mehr als nur mein Licht. Ich hätte es versuchen können. Versuchen sollen. Doch nach all den Jahren des Sterbens, der Wiedergeburt, des Sterbens, ließ der Reisende mir nur ein Leben. Und ich habe Angst, es zu verlieren. Das passiert vielleicht sowieso. Gaul hat eine Waffe, die unsere Sonne zerstören kann. Was? Warum sollte er etwas zerstören, für das er so hart gekämpft hat? Ihr müsst in die Basis eindringen. Dort muss es Antworten geben. Ja, also die Bösewichte wollen die Sonne klauen. Wir wollen das verhindern. Wir wollen das verhindern. Ich bin bereit dafür. Ich fühle es in meinem Blut, in meiner Knarre, in meinem Finger und kurz vor dem Abzug. Aber generell gibt es gar nicht mehr viele Menschen auf der Welt oder insgesamt, oder? Wirst du noch sehen. Okay. Also, nee, also ich glaube schon zu Destiny 1 Zeiten gab es gar nicht mehr so viele Menschen in diesem Sinne. Die Legion einpacken, Ikora. Finde heraus, was sie mitnehmen. Wir brauchen sämtliche Informationen, die wir kriegen können. Aha. Voll an seinem Kopf dran, Granate. Oh yeah.
So, na dann werden wir das Ganze hier mal aufhalten. Oh yeah, Tommy. Leider ach, ich nicht bin leider so cool nicht drüber gekommen. Sonst wäre es cool nicht gewesen. So cool wie gedacht. Eine Energie des Reisenden. Das war cool jetzt gerade. Oh, blauer Loot. Nice. Was macht es? Es leuchtet blau. Das war eine Kinetikwaffe. Ja, stimmt, wir müssen erstmal rein. Genau, und der Reisende ist halt dafür verantwortlich, dass wir immer und immer wieder wiedergeboren werden, wenn wir sterben. Und wenn der Reisende natürlich verschwindet und zerstört ist, ist dieser Zyklus vorbei. No. Dann haben alle nur ein einziges Leben. So wie es sich in normalem Leben auch gehört. No. Da ist ein großer Bohrer. Ein Bohrer? Sammeln Sie die Energie des Reisenden? Nein, das ist kein Licht. Niemand erhält dadurch die Gnade des Reisenden. Nicht ich, nicht Gorr. Oder doch? Was siehst du? Ich weiß nicht. Dimensionsrift. Irgendeine Art von Zauber. Die Besessenen. Die Besessenen. Ich bin besessen, Junge. Oh, ich mag das Design von diesen. Ja. Stimmt, aber jetzt weiß ich, wo wir das doch schon hatten. Das hatten wir schon mit unseren anderen beiden Chars war. Ja, deswegen bin ich mich auch da dran erinnern müssen. Ja, wir sind da eigentlich nur ein kleines Stückchen weiter als die hier. Ja. Da kommen noch ein paar Sachen auf uns zu, die wir noch spielen müssen. Ja, ganz wenig, aber das finde ich jetzt schon mal wieder geil. Also die Schiffe finde ich auch so geil. Was waren das? Ich meine auch nicht nur handlungstechnisch, sondern so, wir haben ja noch den Schmelztiegel, also das PvP. Das können wir nochmal probieren. Ja, noch die Raids und Co. Und genau, die Strikes und Raids. Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin den Weg hier hochgegangen, wo mir das angezeigt worden ist. Also da, wo du jetzt was lang gehst. Hier oben. Ich wurde zu dir geportet anscheinend. Ich hab grad alles klar. Bildschirm. Ich bin nämlich immer noch ein Jäger im Hintergrund und den habe ich jetzt komplett gepusht und warte eigentlich nur auf Tommy, damit wir die Strikes machen können. Der ist halt schon auf Level 20. Jo, also jetzt, was heißt Full Level? Halt Full Level für Standard Game und reicht mir auch erstmal. Ja, aber damit kannst du ja trotzdem erstmal die Basics, also was heißt die Basics? Fast komplette Postgame machen, bis auf den Zusatz, der dazu kam. Ja, aber braucht man ja auch noch nicht. Also nee, eben genau deswegen. Ja, trotzdem lustig, also wie jetzt ist. In mir sich explodiert die Granate. Klar. Gorl zapft hier wohl die Energiereste des Reisenden an, in der Hoffnung, sich und die Rotlegion in Besitzer des Lichts zu verwandeln. Wenn er es schafft, wird er unsterblich. Naja, so wie wir. Na, wir waren ja auch nicht unerfallsam. Wir treffen uns draußen. Auch noch ein bisschen Munition, also die Munition. Du musst öfter die Waffen wechseln, dann droppt meist für die andere Munitionsklasse die Munition. Okay. Das ist meiner Seite, die habe ich auch herausgefunden. Achso, ist bei dir da noch in der Ecke? Nicht, okay. Nee. Dünn. Oh. Hier. Ach stimmt, ja, jetzt kann ich mich auch daran erinnern, dass wir das wirklich gespielt hatten. Also ja, wusste, dass wir es gespielt hatten. Ich habe aber halt irgendwie so ganz wenig Erinnerung dran gehabt, aber jetzt kommt gerade die Erinnerung, wo wir die scheiß Kugel in der Mitte aufhalten sollten. Genau. An alle Kanäle, die
Dies ist ein Himmelsschock-Alarm. Die Besessenen wurden hierher geführt. Escher Mir, bist du das? Irrelevant. Die Besessenen zapfen die Energie des Mondes ab. Ich vermute, dass Io implodieren wird, wenn niemand eingreift. Hüter, wir dürfen diesen heiligen Ort nicht verlieren. Bist du nur Mond? Holy shit, kommt mal klar. Halte die Besessenen auf. Sieht so aus, als würden die Besessenen eine Art Portal heraufbeschwören. Lass doch einfach hier oben bleiben. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Vor allen Dingen dann, wenn es halt losgeht. Hä? Kommt die Waffe von hinten nicht an? Mach mal einen Abgang. Kann es sein, dass sich der Schild irgendwann wieder auflädt von den Gegnern? Ja, wenn du den nicht schnell genug killst, lädt er sich wieder auf. Wie bei dir halt. Okay. Oh. Na, dann mal Abgang. Sehr schön. Ja, ein bisschen Munition habe ich noch. Na, da wäre jetzt. Boah, jetzt ist er genau unterm Stein. Ich hab's aber dafür jetzt. So. Sie hat Loot fallen lassen. Ich möchte Loot. Da, sieht aus, als hätten wir das Portal geschlossen. Und wieso sehe ich dann immer noch abnormale Neutrino-Streuungen? Warte kurz. Wir schauen es uns genauer an. Ach so, wir sollen ja extra hingehen. Wir haben es definitiv nicht geschlossen. Ach, da wohl wieder rauskommt. Da war doch so ein relativ starker Gegner sogar noch dabei, das weiß ich auch noch. Ja. Alter, ich hatte letztens irgendwie eine Mission, die ich einfach nicht schaffen konnte. Okay. Da war der Gegner so heftig stark, der hatte so viel Leben. Und das ganze Areal war so beschissen. Gucken, ob wir das dann irgendwann mal zusammen hinbekommen. Also zu zweit ist alleine auch machbar, aber es war halt einfach sehr zeitintensiv. Und wenn ein Fehler drin war, konntest du gefühlt nochmal 15 Minuten neu anfangen. Hast du ja schon gemacht. Das Portal ist geschlossen. Alles ist gut. Ikora, ich weiß, dass dieser Ort wichtig ist für dich. Aber... Hier auf Io gibt es nichts für mich. Ich habe noch ein Leben zu geben. Und ich gebe es gerne, um Gaul aufzuhalten. Wir gehen jetzt. Nicht so eilig, Ikora, Ray. Wir müssen reden. Und was dich angeht, du aufdringlicher Hüter... Ich habe dir etwas zu sagen. Mission beendet. Verbleibende Sekunden. Oh yeah. Haben wir eigentlich dafür Loot bekommen? Nichts. Eine Frechheit. Hauptsache gerade gelandet, um wieder zu starten, um wieder zu landen. Ich sage dazu nichts. Ja. Okay, vielleicht ist ja der Stützpunkt oder dieser Typ, den wir jetzt besuchen, ganz weit weg. Ja, richtig hin. Weit weg. Was hast du gesagt? Da muss man wahrscheinlich weit fliegen. Ja, richtig weit, also so einmal um die Ecke. So, wie viel Zeit haben wir noch? 6 Minuten. Okay. Oh! Oh, wir kriegen eine Belohnung. Die sogenannte Allmacht anzugreifen. Ein Plan, der nicht von Daten gestützt wird. Jedoch, es gibt eine gelbe Waffe. Schöne Ding. Stellen wir damit die Fähigkeiten der Allmacht fest. Und dann sagen wir Zavala. Warum genau? Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Mission noch in der Folge und dann reicht das.
Also in der nächsten meine ich dann. In der und in der nächsten zusammen. Jo. Das sollte eigentlich gut passen. Und so muss ich wieder einmal die Tortur kollaborativer. Ach so, haben wir. So wie mit dem Planeten praktisch schon fertig? Da unten. Okay, wir müssen da nach unten. Ja, warte kurz. Ich muss mal meine neue Waffe ausrüsten. Und den ganzen alten Shit weghauen. Es ist schwer, Kalkulationen auf die Beine zu stellen, wenn du da rumstehst. Bin gleich ready. Jojo, mach ganz in Ruhe. So, gut, ich bin jetzt da. Wo müssen wir hin? Welches hast du markiert? Das rote. Die rote Schlacht? Yep. Okay. Bin on the way. Jo. Bin neben dir. Peter Parker ist in der Spider-Man! Munition fallen gelassen. Nein, Segen. So. Hat's auch die Maschinenpistole geholt. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Gewehr oder eine Pistole ist, aber ich glaube, es war ein Automatikgewehr, heißt das so. Ne, ich habe die Maschinenpistole genommen. Auch eine Energiewaffe, oder? Also bei mir war es eine Energiewaffe. Nicht mal auf den Schirm. Hinter mir ist hier, ne? Noch ein Abgang. Schön Loot. Oh. Nee, das öffentliche Event wollen wir nicht machen. Nee, das will ich jetzt auch nicht machen. Noch 4 Minuten. Dann würde es erst beginnen. Oder wir warten noch mit der nächsten Folge, weil jetzt sind wirklich schon 17 Minuten, beziehungsweise 18. Wie lange dauert das? Ja, okay, aber dann können wir ja trotzdem soweit schon mal hingehen. Und die Mission starten. Auf du. Richtig geil. Und doch, Ken. Ich habe gedacht, da kommt jetzt eine Zwischensequenz. Die jetzt wieder alles neu und tschüssreich vollendet. Nee, einfach nur. Weiter geht's. Ein hochrangiges Ziel ist in der Nähe. Kriegsgeistkammer? Schluchten sehen schon schön aus. Ja, das ist einfach ein typisches Spiel. Auch da hinten, so das ganze Panorama ist schon ziemlich awesome. Ja. Da, wo die 13er sind, da müssen wir hin. Ich guck nach hinten, wo ist denn Tommy? Ja, mal wieder gesprungen. Ich verliere hier auch gefühlt voll schnell die Orientierung. Wieder 700 Kilometer laufen. Mhm. Mit Level 20 kriegst du automatisch sofort den Gleiter. Das finde ich schon mal ganz angenehm. Hat Zavala vor, die Allmacht anzugreifen. Titanenschwachsinn. Der hat sich wohl gedacht, Gaul hat einen Sonnenzerstörer. Ich brauche keinen Plan. Ich renne einfach mit dem Kopf dagegen. Ja. Es ist Verzweiflung. Ich finde das gut so. Escher.
Zavala hat vergessen, dass er seinen letzten Tod sterben kann. Begib dich zum Herzen der Energieminenoperation, Hüter. Um die Allmacht zu scannen, setzen wir einen Kriegsgeist als Teil eines interplanetarischen Verteidigungsnetzes ein. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, hat aber viel gebracht. Wir haben ja die Schlacht um die Erde eigentlich schon verloren, ne? Ich glaube, wir sind nah dran. Ja, auf der Erde ist ja immer noch unser Flüchtlingscamp. Ignoriere sie einfach. Du und ich. Oh, schön getroffen mit der Granate am Fuß. Die komischen Maschinenwesen sind auch wieder hier. Jo, hier vereine ich so gut wie, glaube ich, alle Gegnerklassen auf dem Planeten. Okay. Locker gerockt. Achso, ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Bis dann, tschüss.